Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von App Review. In der heutigen Folge stelle ich euch die App QRafter Pro vor. Die App seht ihr hier links oben im Bildschirm und ihr findet sie wie immer im Apple App Store. Die App kostet 2,69 € in der Ausführung, in der ich sie besitze. Es gibt auch eine Lite-Version, die ist gratis. Mit der könnt ihr nun nicht viel anfangen. Und ja, wie der Name schon sagt und wie man hier auch im Bild erkennen kann, arbeitet die App mit QR-Codes und ja, schauen wir einfach mal rein. So, die App hat jetzt geladen und das ist jetzt der Startbildschirm. Hier seht ihr, man kann am Startbildschirm gleich einen QR-Code scannen, wenn man eine Kamera hat. Ich habe hier keine. Und hätte man eine Kamera, dann würde hier sofort die Kamera dazu geschaltet werden, um einen QR-Code zu scannen. Und da könnte man jetzt einen auswählen vom Fotoalbum, den man schon erstellt hat oder den man schon abfotografiert hat. Dann hier auf Typ auswählen. Da könnt ihr jetzt einen QR-Code erstellen. Zum Beispiel ein URL, einen Ort, eine Visitenkarte, Ereignis, Anrufe, bla 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 und so weiter. Bis hin zum Text oder zur iTunes-App oder sogar zum WLAN-Netz, in das ihr dann automatisch eingewählt werdet. Und ja, klicken wir einfach mal auf Text, um euch das zu demonstrieren. Jetzt kann ich zum Beispiel einen kleinen Text schreiben. Zum Beispiel Tag Tutorial 11. So, jetzt klicken wir hier auf Vorschau. Und jetzt können wir hier auswählen, was für eine Aktion dann ausgeführt werden soll, wenn man diesen Code scannt, und wenn wir jetzt hier rechts oben auf Erstellen klicken, seht ihr, das hier ist dieser QR-Code zu Tag Tutorial 11. Das heißt, jeder, der diesen Code jetzt scannt, bekommt automatisch den Schriftzug Tag Tutorial 11 eingeblendet. So könnte ich dann zum Beispiel auch einen QR-Code zu meiner Website, also zu meinem YouTube-Kanal erstellen, und die kann man dann auch scannen und sofort abrufen. Hier links unten auf dem Pfeil kann man jetzt auch auswählen, was man mit diesem QR-Code machen will. Man kann ihn in den Aufnahmen speichern, per E-Mail versenden, über Facebook verbreiten, über Twitter verbreiten und so weiter. Und ja, schließen wir das mal, gehen hier zurück. Und ja, da könnt ihr jetzt hier zum Beispiel den Typen auswählen, wie gesagt. Denn hier bei Log wird der Verlauf angezeigt der letzt erstellten QR-Codes. Hier zum Beispiel der QR-Code von Tag Tutorial 11. Und wenn wir jetzt hier zur Seite wischen, kann man den einmal bearbeiten, favorisieren, den QR-Code anzeigen lassen bzw. ihn löschen. Was ich jetzt mal mache. Und wie ihr seht, ist er nicht mehr da. Dann können wir hier noch auf die Einstellungen zugreifen. Da könnte man jetzt hier Scannen bei App Start einschalten, dass eben automatisch die Kamera hinzugeschaltet wird, um einen QR-Code zu scannen. Und ja, ihr könnt die App einfach also euren Bedürfnissen anpassen. Und hier auf Mehr seht ihr weitere Apps, die der Entwickler rausgebracht hat, die ihr euch dann downloaden könnt. So, das war es dann eigentlich auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mich ja gerne abonnieren, wenn ihr Lust habt. Und jo, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.